Das Kruppsche Anwesen. Wir mussten 5 Euro Eintritt zahlen, aber auch nur, weil wir Pokémon Go spielen. Und es hier in der Nähe gibt es hier ein paar Pokestops und eine Arena. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei Let's Multiplay. Ich bin gerade auf dem Weg nach Essen. Mal gucken, ob es da auch was zu trinken gibt. Ich besuche jetzt gleich den Picke. Der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht schon aus einigen Videos. Und mal gucken, vielleicht treffen wir noch Olli Kahn, Udo Jürgens. Udo Jürgens. Mal gucken, ob wir die auch noch treffen, denn die haben sich auch noch angekündigt. Anja ist diesmal leider nicht mit dabei, aber dafür beim nächsten Mal dann wieder. Und genau, ansonsten melde ich mich, wenn wir beim Picke sind. Bis später, ciao, ciao. Wir finden Udo Jürgens noch. Picke, möchtest du noch irgendwelche... Lindenberg. Habe ich Udo Jürgens gesagt? Ja. Ich meine natürlich Udo Lindenberg, den finden wir noch. Und Olli Kahn ist auch in Essen heute. Den werden wir bestimmt auch noch finden für euch. Da liefern wir noch ein Interview nach, auf jeden Fall. Ja, das Interview kommt. Ich glaube, da klingeln sie schon. Der Taxifahrer, da klingeln sie schon. Da klingeln sie schon, die guten Herren. Wir melden uns später wieder. Picke macht Pizza. Pizza, Pizza. Findest du schon wieder? Ja, natürlich finde ich schon wieder. Hast du auch Käse zum Überbacken, ne? Absolut. Ja. Perfekt, lecker Pizza. Picke macht gerade Pizza mit Zwiebeln. Oh, lecker. Oh, lecker. Ein Zwiebelring. Wir brauchen noch ungefähr noch 2 bis 6 Zwiebeln. Ja, liebe Zuschauer, Ich hab schon einige Male versucht, ein Let's Cook zu machen. Leider ist das ziemlich schief gegangen. Weil ich immer komplett. Woran mag das? Ja, wenn ihr Swedish Mealtime kennt, kennst du Swedish Mealtime? Ja, sicher. Ja, so sah es bei mir halt auch aus. nur ungewollt. Nur ungewollt, ja. Naja, jedenfalls machen wir lecker Pizza. Es sieht fantastisch aus. Es sieht fantastisch aus, ja. Also können wir eigentlich so reintun, ne? Ja, können wir so in den Ofen machen. Ich glaube, wir werden auch satt. Ja, liebe Zuschauer, Olli Kahn steht auch hinter Picke. Pizza Schipula. Wenn ich das schon höre, da muss noch mindestens ein bisschen Thunfisch dabei. Käse. Sonst wird das keine Meisterpizza. Ja, der Olli ist heute ein bisschen schüchtern leider. Und Udo Lindenberg ist mittlerweile auch da, meine Damen und Herren. Also wenn da ein bisschen Eierlikörchen dabei reinspielt, dann muss ich sagen, also die Pizza ist für mich, kannst du reintun. Also trinke noch ein Gläschen Eierlikör und dann bin ich zufrieden. Ja, Olli Kahn, meine Damen und Herren, da vorne steht er. Ja, Olli Kahn und Udo Jürgens sind ein bisschen schüchtern. Udo Lindenberg, meine Damen und Herren, Udo Lindenberg. Ja, wie gesagt, war ein lustiger Abend in Essen. Wir haben auch was zu trinken gefunden. Ziemlich viel zu trinken sogar. Und ich schneide jetzt die nächste Zwiebel. Sag mal, weinst du? Oder sind das die Zwiebeln, die von deiner Nasenspitze tropfen? Flo, was singst du denn da? Ich weiß auch nicht so genau. Ich kann den Udo Jürgens nicht so gut wie Udo Jürgens. Udo Jürgens. Udo Lindenberg. Udo Lindenberg, meine Damen und Herren. Ja, also wenn ich mal Jürgens sind, dann wäre ich aber ein bisschen wild. Ja, sehr schön. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar in den Kommentaren stehen, wenn ihr mehr Udo Jürgens wollt, Udo Lindenberg. Und wenn ihr mehr Eierlikör wollt, lasst gerne ein Abo da, dann gibt es auch mehr Eierlikör in Zukunft. Peace. Da hinten ist die Entenmutti. Hat sie nicht in dem Stück Brötchen? Ja. Ja. Aber wenn ich die Tasche jetzt auch mache, hole ich ab. Meinst du? Vielleicht ist der Pokémon Nebel. Ja. Die sind darauf trainiert, ne? Jetzt musst du da links und rechts eingeben. Dann ist es gerecht verteilt. Ah, ne. Oh, danke. Danke, Sire. Die Augen noch. Oh, scheiße, das ist von deinem Brötchen. Ist egal, scheiß drauf. Die Enten haben es nötiger. Oh, du schon Zeigefinger.
das niemand. Muss schneller werden. So, bevor ich denke, ich mach's von meinem Brötchen. Nee, mach ruhig, also. Dann pack ich mal jetzt auch wieder ein. No-Scope. Ja. Ja, liebe Zuschauer, sind hier vor dem Kruppschen Anwesen, sagt man das so, Picke? Das ist richtig, ja. Das Kruppsche Anwesen. Wir mussten 5 Euro Eintritt zahlen, aber auch nur, weil wir Pokémon Go spielen. Und es hier in der Nähe gibt es hier ein paar Pokestops und eine Arena. Ich glaube, wenn man die Arena halten will und die weggeht, dann müssen wir jedes Mal 5 Euro Eintritt zahlen, damit man die Arena hält. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie das finanziell rentieren würde. Wahrscheinlich die Mitarbeiter, die hier arbeiten. Ja, das denke ich auch, die Gärtner, die nichts zu tun haben, die halten die Arena. Da sind auch super starke Pokémon da drin. Das ist schon echt ziemlich heftig, die Arena. Ja, wir gucken jetzt das Kruppsche Anwesen so ein bisschen an, dann gehen wir nochmal irgendwo in den Wald und fangen da auch nochmal mit Pokémon. So. Machen wir das.